Servus Leute, willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir haben letztes Mal Ciri gefunden. Und ja. Nicht alle Verbündete, es sind jetzt viele Quests gescheitert. Ja, ich weiß, aber hey, was soll's. Ich dachte, das wäre ein Kreuz. Und wahrscheinlich sehen wir hier jetzt andere Personen als wie... Oh. Mir gesagt, die Jagd ist hinter ihr her und kann jederzeit ungebeten reinplatzen. Du hast dein Werkzeug mitgebracht? Ich dachte mir, das wäre bei einer Schlacht sinnvoll. Schwerter schärfen, Rüstungen ausbeulen und so weiter. Hast ganz recht. Danke, Sultan. Und dann werde ich noch etwas Mahakama-Mischung brauen. Die ist so explosiv, dass man sie nur scharf ansehen muss. Schon geht sie hoch wie ein Flammenfurz. Sehr nützlich bei Belagerungen. Würdest du mir etwas anfertigen? Klar, wenn du ein Schema hast. Ah, okay. Das ist schon mal gut, dass ich Zoltan mitgenommen habe. Okay, das ist alles 0815. Ja, alles sehr schlecht. Aber ich glaube, hier geht es einfach nur ums Prinzip von wegen, ja, ich kann Sachen anfertigen. Aber ich kann reparieren auch. Bisschen Kohle habe ich also. Ach komm. Das auch. Keine Ahnung, ob ich das Geld noch brauche, aber reparieren wir einfach mal alles. Damit er einfach mal Geld kriegt. Ich könnte die Axt zerlegen. Pff, nee. Ah, ich kann mit dir handeln. What the fuck? Spaltbolzen. Explosiver Bolzen. Klingt interessant, sollte ich vielleicht nehmen. Bolzen mit Köder. Was? Okay. Stumpf. Breitkopfbolzen, Präzisionsbolzen. Kleiner Runenstein, okay. Das kostet Geld, aber ich habe das Geld, also warum nicht? Na schön, wir reden später, Sultan. Gut, ich frage mich, was sonst noch los wäre. Also, ich habe ja jetzt einige Leute nicht. Das funktioniert. Wird es. Wir müssen es nur im richtigen Moment zünden. Und das Loch? Bleibt das für immer? Kann ich mit... Das Loch machen wir uns Sorgen, wenn alles vorbei ist. Nun tritt zurück, Meister Hexer. Ich kann nicht mit euch reden. Naja, egal. Aber die bauen hier auf jeden Fall auch irgendwas auf. Was machst du denn da? Giftsumpf oder was das sein soll? Wer auch immer diese Mauer repariert hat, hat schlampig gearbeitet. Wir sind keine Maurer. Wie schade. Wir werden die Jagd nicht aus der Festung raushalten können. Das ist nicht schlimm. Wir wissen auch nicht, wie man Belagerungen durchbricht. Wir stellen uns ihnen im Burghof. Hast du einen Ratschlag, Moissac? Wir müssen unsere Verteidigung vorbereiten. Unser Gegner ist gefährlich und wir wissen wenig über ihn. Hast du einen Ratschlag, Moissac? Im offenen Kampf werden wir sie nie besiegen. Wir müssen uns eine List einfallen lassen. Hast du einen Ratschlag, Moissac? Wir müssen unsere Verteidigung vorbereiten. Ja, habe ich aber keine. Dijkstra, oder wie der heißt, den habe ich ja nicht aufgegabelt hier. Ich ist einer von uns, Geralt. Wir lassen nicht zu, dass sie kriegen. Ich frage mich, was der hier jetzt gemacht hätte. Verdammter Schrotthaufen. So alt wie Wesemir. Also ich weiß, er hätte auch kämpfen können, aber...
Was gibt es für Fortschritte? Na, ich krieg das Ding nicht dazu, auch nur einen Bolzen zu schnipsen. Eher macht man mich zum Hierarchen von Novigrad. Bereit für die Schlacht? Ich wurde schon bereit geboren. Cooler Spruch. Okay. Also wahrscheinlich wird man hier überall gegen die wilde Jagd kämpfen, weil es ist unwahrscheinlich, dass wir sie aus der Festung aushalten können, wie schon gesagt. Eske. Grüß dich, Wolf. Eske. Achso. Ich brauche Ruhe, muss mich vorbereiten. Wenn du meinst. So, wen haben wir sonst noch? Du. Du bist hier. Vielen Dank, dass ihr beide gekommen seid. Keine Ursache. Aber du hast vergessen, mich einzuladen. Spar dir die Entschuldigung, Geralt. Wes hat ihre Wut unterwegs an mir ausgelassen. Sie ist fast darüber hinweg. Sind wir wirklich nur so wenige? Nur die Qualität zählt, nicht die Quantität. Die Denkweise eines Hexers. Das mag fürs Jagen und Bekämpfen von Monstern gelten, aber nicht für große Schlachten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Wir sehen uns um. Ich muss mich mit dem Schlachtfeld vertraut machen. Ach, wenn du wüsstest, Vermon. Weil in der Geschichte gab es schon viele Schlachten, die... Ellbogen höher. Der ist hoch genug. Du lässt ihn jedes Mal sitzen. Ja, die aufgrund von zahlenmäßiger Unterlegenheit gewonnen wurden. War einfach nur durch gute Strategie. In der Geschichte gab es schon mehr als genug solcher Beispiele. Was mich irgendwie irritiert, weil immer hat die Armee verloren, oder nicht immer, aber meistens hat die Armee verloren, die zahlenmäßig überlegen ist. Aber naja, man weiß ja hier, eines der besten Beispiele hier, Varusschlacht. Römische Legion sind im Teutoburger Wald unterwegs. Die Germanen überfallen sie, die Römer haben keine Chance. Kommt immer nur aufs Gelände und auf Taktik an. Zahlenmäßige Überlegenheit ist tatsächlich nicht ganz so wichtig. Okay, hier geht's raus. Dieses Loch könnten wir ruhig stopfen. Wenn ich rausgehe, ändert sich die Musik und wird besser. Ja. Ja, diese Musik gefällt mir auch gut. Zwar nicht so gut wie aus Gellinge, aber sie gefällt mir auch. So, wir haben noch Triss, wir haben Ciri, wir haben vielleicht noch ein paar Leute. Eine Illusion. Hättest du nicht auch da sein müssen? Geralt, ja. Wenn ich heute sterbe, will ich dabei wenigstens umwerfend aussehen. Wirfst du dich für die wilde Jagd in Schale? Frauen werfen sich nur für sich selbst in Schale. Wie gut, dass du hier bist. Es ist schön, dich wiederzusehen. Ich hatte dich früher erwartet. Erst bin ich in die andere Richtung gelaufen, dann aber doch umgekehrt. Wieso hast du deine Meinung geändert? Manchmal sollten Frauen ihre Entscheidungen nicht erklären. Das gilt erst recht für Zauberinnen. Stimmt, Kera Metz. Ich bin froh, dass die da ist. Okay, ein paar Verbündete haben wir. Diesen Dijkstra, der ist leider nicht da. Ich glaube, noch jemanden haben wir auch nicht, aber das sollte wohl reichen. Ruft alle zusammen. Wir müssen reden. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Die wilde Jagd wird bald hier sein. Sie ist hinter Ciri her. Will sie mitnehmen. Wir werden sie aufhalten.
Woher willst du überhaupt wissen, dass die Jagd auftaucht? Sie weiß immer, wohin ich mich teleportiere. Und sie bewegt sich blitzschnell von Ort zu Ort. Und wie lautet unser Plan? Wir sind nicht viele, aber ich würde jedem von euch mein Leben anvertrauen. Arbeitet zusammen, dann können wir die Jagd besiegen. Wenn sie angreifen, wird Yen die Festung mit einer magischen Kuppel abschirmen. Die Jagd muss außerhalb der Mauern landen. Wenn sie im Wald verstreut sind, könnten wir kleine Gruppen von Reitern verfolgen. Einen Freiwilligen für die Jagdgesellschaft gibt es schon. Ich bin der Zweite. Die Jagd wird versuchen, durch Navigatorenportale in die Festung einzudringen. Gegen diese Art von Magie kann ich nichts ausrichten. Deshalb müsst ihr so viele wie möglich schließen, während ihr im Wald kämpft. Lambert wird Demeritium-Bomben für uns herstellen. Weißt du die Formel noch? Aber klar. Ausgezeichnet. Irden müsste auch bei den Portalen funktionieren. Ich gebe jedem von euch außerdem noch ein Amulett, das ihr durchbrechen könnt, um unsichtbar zu werden. Aber der Zauber hält nur, wenn ihr stillsteht oder euch langsam bewegt. Wenn ihr hastige Bewegungen macht oder gegen Feinde kämpft, seid ihr sichtbar. Außerdem können sie euch hören und riechen. Wenn ihr auf eine große Einheit stoßt, greift nicht an. Gebt Triss Bescheid. Sie unterstützt euch. Ich warte auf euer Signal. Sobald ich es sehe, lasse ich Feuer auf den Wald regnen. Vergesst nicht, dass wir nicht sehr viele sind. Wir müssen uns gegenseitig helfen, uns unterstützen. Wenn etwas schief geht und die Jagd uns in die Defensive zwingt, ziehen wir uns zurück und verteidigen die Tore der Festung. Der innere Burghof ist unsere letzte Verteidigungslinie. Wenn wir sie dort nicht aufhalten, sind wir verloren. Ciri ist bei dieser ganzen Sache am wichtigsten. Die Jagd ist hinter ihr her und wir müssen sie um jeden Preis verteidigen. Was soll ich machen? Du bleibst im Burgfried. Wenn sie durchbrechen, werden wir alle kommen, um dir zu helfen. Das kommt nicht in Frage. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Daran zweifelt auch keiner. Aber erinnerst du dich noch an den wichtigsten Moment bei der Monsterjagd? Warte auf eine Gelegenheit. Nach der Ratsversammlung gebe ich dir ein Amulett. Wenn du es benutzt, landet ein Feuerball dort, wo du stehst. Für den Notfall. Was können wir sonst noch verwenden? Wenn ihr die Jagd im Wald angreifen wollt, kann ich ein paar Fallgruben ausheben. Nach Art der blauen Streifen. Das heißt? Tief wie die Hölle. Am Boden voller spitzer Pflöcke. Ich habe diese Mahakama-Mischung mitgebracht. Brennt wie knochentrockener Salpeter und klebt einfach an allem. Wir füllen ein paar Fässer, stellen sie in einen engen Durchgang und jagen sie im richtigen Moment hoch. Weißt du, dass wir hier auf einem riesigen Gasvorkommen stehen? Ich könnte Spalten im Boden öffnen und Explosionen erzeugen, aber das müsste ich vorbereiten. Es gibt noch das Labor und die Werkstatt. Vergesst eins nicht. Unsere Ressourcen sind knapp bemessen, unsere Zeit noch knapper. Wir müssen überlegen, welche Waffen gegen die Jagd am nützlichsten sind. Das stimmt. Wir müssen dem Labor und der Werkstatt jeweils einen Waffentyp zuweisen. Wer möchte das Labor benutzen? Ich habe angefangen, Tränke zu brauen. Das würde ich gerne beenden, wenn ich darf. Ich könnte noch mehr von diesen Hexerfallen vorbereiten, aber dazu bräuchte ich die ganze Laborausrüstung. Wir benutzen seit jeher Tränke. Wir brauchen so viele wie möglich. Reden wir über die Werkstatt. Ich wollte die Mauer reparieren. Aber wir brauchen das Werkzeug auch, um die Trümmer aus der Schmiede zu schaffen. Trümmer? Weißt du das nicht? Vor ein paar Jahren ist das Dach eingestürzt. Hat ein paar exzellente Schwerter begraben. Die könnten wir gut gebrauchen. Die Mauer ist genauso wichtig. Wenn sie hier durchkommen, ist die Belagerung schnell vorbei. Das Schließen der Mauer hat Vorrang. Wir haben keine Zeit, noch viel mehr zu tun. Alles erledigt? Ja, erledigt. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. An die Arbeit. Fassen wir zusammen. Yennefer erschafft eine magische Barriere, um den Hauptansturm zurückzuschlagen. Das sollte sie in den Wald treiben. Dort warten Lambert und Geralt. Sie benutzen das Dimeritium, um die Navigatorenportale zu schließen
und so viele Krieger wie möglich am Betreten der Festung zu hindern. Triss wartet auf ihr Signal und gibt den Reitern dann Saures. Alle anderen werden gegen die Gegner kämpfen, die es bis in die Festung schaffen. Falls etwas schief geht, geben wir den äußeren Hof auf und ziehen uns in den Burgfried zurück. Denkt dran, Ciri darf Eredin nicht in die Hände fallen. Das ist das Wichtigste. Sehen wir uns den Plan der Festung an und überlegen uns die Details. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir etwas Wichtiges vergessen haben. Denk einfach nicht dran. Ich möchte darüber sprechen, was uns erwarten wird. Danke, kein Interesse. Sprich mit Ciri, die ist in einer tollen Stimmung. Deine Tränke. Danke für alles. Ich sattle die Pferde. Komm, wenn du bereit bist, in den Wald zu reiten. Ja, diese Besprechung hat jetzt tatsächlich was Gutes, also etwas, was mir gefallen hat. Ich nehme zumindest an, dass wenn wir Dijkstra hätten, dass er auch noch eine Aufgabe zugeteilt bekommen hätte und dass man sich auch anders entscheiden kann, zum Beispiel, dass man die Schmiede ausräumen kann oder wie auch immer, dass da immer irgendwas, dass man quasi den Kampf, der einem bevorsteht, ändern kann. Überlegene Schwalbe. Schleicht die Vitalitätsregeneration. Oh, und, oh, was lese ich da? Erlittener Schaden unterbricht die Regeneration nicht. Hm? Die Angriffskraft. Ja, ich nutze zwar eigentlich nie Tränke, aber hier werde ich sie vielleicht doch nutzen müssen. Und ich weiß ja nicht genau, was jetzt auf mich zukommt. So, ich werde safen, weil ich es kann. Dann schauen wir mal. Inventar. Ich bin fast überladen. Das ist nicht so geil. Die Gags kann ich leider nicht nutzen. Hm. Verstärkt Igni. Die wilde Jagd bezieht sich auf Kälte. Ich könnte Igni oft nutzen. Einfrierungswaffe. Nee. So, das ist die Elementarwaffe. Das ist die Einfrierungswaffe. Okay, das kommt weg. 5% Igni. Und Chance auf Verbrennung. 10% Igni, Chance auf Bluten. 239 und 293. Wie sieht meine Silberwaffe aus? Bisschen schwächer. Ja, Zeichenintensität ist um 23% verschärft, also sämtliche Zeichen. Ich glaube, das ist trotzdem besser. 154, habe ich eine bessere Stahlwaffe? Glaube nicht. Ich habe fast nur Silberschwerter. Nein. Ja, das wäre stärker. Oh, Moment, ich habe eine Stufe. Ah. Ja, habe ich sie jetzt eingesammelt? Ja. Ich kann theoretisch mit einer Axt kämpfen.
Aha! Sieht echt mini aus. Aber egal, mir geht's um den Schaden. Und hat eine dicke Rüstungsdurchbohrung, also hey. 143. Da packe ich die beiden Waffen mal weg. So, habe ich noch was, was ich nutzen kann? Igni. Bam. Mein Igni wird euch so fertig machen. Glaubt's mir. Ich werde euch so die Feuer unterm Arsch machen. Gut, ich werde jetzt aber hier trotzdem einen Schnitt machen. Das war The Witcher 3 Wild Hunt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.